Wir brauchen eine starke liberale Stimme natürlich auch im Bundestag, die sich für Bürgerrechte einsetzt. Das zeigt nicht nur der Blick in die Vergangenheit. Wer sich etwa ansieht, was die Grünen als angebliche Bürgerrechtspartei so unter Herrn Schily mitgetragen haben an Einschränkungen von Bürgerrechten, der käme schon darauf. Aber insbesondere die aktuellen Diskussionen auch um die richtige Reaktion auf die schlimmen Anschläge in Paris zeigt nochmal, dass es immer wieder so ist, dass es einen Rückfall gibt in das Denken, dass der Zweck die Mittel heilige, dass sehr stark nur gesehen wird, was man vermeintlich an Sicherheit gewinnen könne und nicht welchen Freiheitsverlust bestimmte Maßnahmen auch mit sich bringen. Häufig übrigens auch das Denken, dass der Staat einfach was tun müsse, selbst dann, wenn es gar nicht dem Ziel der Sicherheit wirklich dient, nur um zu sagen, wir haben was getan. Den Bürgern wirklich zu erklären, mit Sorgfalt abzuwägen, welche Maßnahme bringt wirklich ein Mehr an Sicherheit und welche nicht. Und wenn sie es bringt, was führt sie zu welcher Einschüchterung, zu welchen Überwachungsfolgen führt sie? Das ist unser Markenzeichen und dafür braucht es weiterhin und wieder verstärkt Liberale im Bundestag.